Deutschland! Ja, so ungefähr. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 77. Das ist ja eine Schnapszahl. Verrückt. Also Freunde, wir haben festgestellt, es läuft nicht richtig gut mit Deutschland. Das wird daran liegen, dass wir überhaupt noch nicht davon berichtet haben, dass Fußball-Weltmeisterschaft ist. Und darum tun wir das einfach jetzt und darum werden wir jetzt gleich gewinnen und nicht verlieren. Und darum habe ich auch schon das Siegercappy auf. So, dazu zu sagen ist, dass wir uns befinden samstags abends kurz vor dem Spiel, Gruppenspiel gegen Schweden, was ja schon entscheidend ist. Und wir sind mal gespannt, wie es am Ende ausgeht, wenn wir alle das am Montag dann sehen, ob wir noch mitspielen dürfen oder nicht. Es wird gut ausgehen und am Mittwoch spielen wir nochmal. Und wenn wir heute gewinnen, dann hängen wir am Mittwoch auch die Fahne auf. Oh! Ja, wo auch immer. Wahrscheinlich wo auch immer. Günther! Gut. So. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir euch berichten müssen, dass das Fernsehen da gewesen ist und wir an der zweiten Staffel von Beat the Box teilnehmen werden. Wir wissen aber noch nicht so genau, wann das ausgestrahlt wird. Aber was wir euch sagen müssen, unbedingt, die sind hier angerauscht gekommen und hatten so fette Kameras dabei. Und da haben wir uns gedacht, unser kleiner Clarence ist zwar super süß und goldig, aber irgendwie ist er doch jetzt an seine Grenzen gestoßen. Und weil unser ganz super, unsere große Reise bevorsteht in den Norden, haben wir dann gedacht, am Donnerstag, genau, Clara, du auch, haben wir dann am Donnerstag gedacht, wir müssen doch eine andere Kamera haben. Und die haben wir jetzt. Schaut. Das ist Karl. Karl? Ja. Okay. Karl der Große. Clarence der Kleine und Karl der Große. Ja, genau. Und dann werden wir jetzt mal beim Fußballspiel gucken, ob Karl gute Aufnahmen macht. Ja, eine Sony, wieder eine Sony, die hat uns überzeugt, ist noch handlich, hat aber zum Beispiel schon mal zu sagen, hier vorne einen Einstellring, den man mit verschiedenen Funktionen wie zum Beispiel Zoom oder Schärfe, dass man das manuell einstellen kann. Und einen externen Mikrofoneingang, den können wir vielleicht auch irgendwann mal brauchen. Und ja, also Klapp-Display und so. Mal gucken, wie sie sich bewährt. Das gucken wir jetzt gleich. Sony. Ja, also wir sind gerüstet für die Fahrt mit einer neuen Drohne. Nein, also mit einer Drohne und mit einer neuen Kamera. Und Clarence kommt natürlich ja, auch mit. Ja, sowieso. Er ist dann ja immer am Mann. Schauen wir mal, was passiert. Erstmal schauen wir jetzt Fußball. Wir wünschen euch viel Spaß. Bitte tut alles, damit wir gewinnen. Wir müssen du, wenn die das sehen, ist schon gelaufen. Das ist doch egal. Wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Und wie gesagt, darum die Käppi, das Käppi. Und wenn wir gewinnen, dann am Mittwoch die Fahne. Brrrt. Ja. Geh nicht. Zu leicht vorbei. Gut gemacht. Oh. Klasse gespielt. Super Laufweg. Ja. Hätte er mit der Fußspitze hergegeben. Ich glaube, Knie. Ah, oh, da kriegt er den. Oh. Mann. So, was ist denn jetzt? So ein Schwede im Weg. Oh. Ja, schlampig, genau. So, dann trifft er genau den Tor. Schlampig. Oh Mann, ey. Das kann nicht wahr sein. Ich hab nach den zwei letzten Testspielen habe ich gesagt, so wird das nichts. Ja, ja. Brauchst du nicht dran glauben. Das ist, wenn du dich, wenn du denkst, ich bin ja Weltmeister, es läuft wieder. Ist hier schon schlecht oder was? Fertig, geht. Ja. Kommt ihr mir nach Hause, Freunde? Ja. Halbzeit, Leute. Schweden führt mit 1-0. Wenn wir das alle sehen, ist ja alles schon gegessen. Aber im Moment könnte ich noch eine Blutdrucktablette vertragen. Eine reicht nicht. Jetzt sind hohe Flanken nicht mehr. So schnell! Tor! Tor! So, bewegt euch doch da vorne. Ja, komm, komm. Oh! Ja, der wollte den. Oh, das wäre geil gewesen, oder? Oh!
Da ist aber immer so ein Schwedenfuchs dazwischen. Immer. Ich weiß auch nicht, was die da alle machen. Und Tobias! Nein, das gibt's doch nicht! Oh, ja! Wieder der Groß oder nicht, gell? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, dann lassen wir den als nächstes Mal auch nicht mitspielen, wenn die ganzen Stars nichts mehr bringen. Ja, erst nach innen, dass sie sich wieder alle sortieren können. Das ist doch, dauert doch viel zu lang. Und gibt dem Groß keinen Ball mehr. Sie wissen schon, dass nur noch eine Viertelstunde ist, ne? Und so darf Boateng, wenn er gelb hat, in der Phase des Spielfeldes nicht hingehen. Ja, da vorne läuft keiner. Nicht nach hinten. Ihr müsst mal nach vorne spielen in so einem Zug. Ah! Nein! Warum laufen die denn nicht? Ich weiß nicht, da sind alle Schweden schon da. Ja, ja. Ja, aber die verlangsamen es wieder, weil keiner mitläuft. Da sind die 17 Schweden schon wieder postiert. Es gibt nochmal die Freistoßchance in der letzten Minute. Sie haben so viel an Standards gedürftet. Er hat's wieder gut gemacht. Er hat's wieder gut gemacht. Bravo, bravo. Also, da kann Ronaldo einpacken. Ja! Oh, der. 1, 2, 3, 4, dieses Spiel gewannen wir. Groß hat sich wenigstens selber seine Fehler, die er gemacht hat, weggeschossen. Gigantisch. Also, ja, also dann, wann ist das Spiel das letzte? Wir sehen uns Mittwoch wieder. 16 Uhr. Die Kappe hat geholfen und dann gibt's noch eine Fahne. So, liebe Freunde, wir haben uns wieder erholt. Toni hat wieder normalen Blutdruck. Und ich auch. Ja, naja, war ich auch schon. Also, Leute, war spannend, oder? Also. Sie haben es ja auch spannend gemacht bis zur 95. Minute. Mann, ey. So. Also, wir sind aber eigentlich schon wieder aufgeregt für das, was übermorgen kommt, nämlich das neue Spiel um 16 Uhr. Egal, wir haben heute beschlossen, dass wir jetzt unseren Günther mal startfertig machen oder zumindest anfangen, ihn urlaubsreif zu kriegen und jetzt ihn abholen, um ihn mal wieder zu schrubben, weil er nach den letzten Fahrten schon wieder aussieht wie ein Mückenfriedhof. So ist das, oder? Ihr ja, kennt ist das, das bei euch auch so? Ich ja, habe immer das Gefühl, es ist nur bei uns so, dass alles drinnen wie draußen ständig geputzt werden muss. Das machen wir jetzt. Kennt ihr das eigentlich, wenn man sich sagt, wir fahren dann und dann in Urlaub, also ich sag mal Donnerstag, dass man dann noch so viel Sachen auf einmal zu tun hat, die alle unbedingt vorher noch erledigt werden müssen und dass man sich dann denkt, oh, wie soll ich das schaffen? So geht's uns gerade. Aber wir schaffen das. Jetzt fahren wir erstmal putzen. Leni im vollen Einsatz. Ja. So, Günther ist sauber. Wir sind fix und fertig. Wir haben sogar schon unser gewechseltes Geld bei der Sparkasse abgeholt. Daran war eigentlich nicht zu glauben. Also wir waren letzte Woche da und haben gesagt, wir müssten Geld wechseln. Das gestaltete sich ein kleines bisschen schwierig, aber heute der nette Mann bei der Sparkasse hat uns sehr weitergeholfen. Das war tatsächlich auch da. Jo. Fing nur ein bisschen komisch an. Es fing nur komisch an. Ja, wie auch immer. Also, wir sind jetzt soweit, wir können jetzt starten. Das heißt, nächste Woche wird es für euch sehr viel spektakulärer als diese Woche, weil dann gibt es nicht nur ein Fußballspiel, sondern wir starten auch noch los auf die große Fahrt Richtung Norden. Das bedeutet aber auch, wir können euch jetzt nicht so 100% garantieren, dass jeden Montag eine Leni und Toni Show kommt, weil wir wissen nicht, was passiert. Ja. Wo wir sind, ob wir Internet haben, alles. Ob und in welcher Qualität wir was hochladen können. Ja. Ja. Also bitte nächste Woche nicht meckern, wenn nichts kommt. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen. Und schlechte Qualität, Entschuldigung, geht vielleicht nicht anders. Schlechtere Qualität, wollen wir es mal so sagen. Übrigens haben wir ja das hier mit dem Fußballgucken mit der neuen Kamera aufgenommen und haben das ja jetzt eben durchgeguckt. Ich fand es gar nicht schlecht. Ja. Ja, das ist jetzt noch der Clarence. Wir werden uns aber dann irgendwie mal angewöhnen, mit Karl auch diese kleinen Takes mit Karl zu machen. Mit ja. Karl dem Großen. Ja. Also, die neue Woche wird sehr, sehr spannend. Ja. Was auch immer ihr macht, viel Spaß dabei. Schönen Urlaub, wenn ihr unterwegs seid. Fahrt vorsichtig, passt gut auf euch auf. Lasst nicht einbrechen in euer Wohnmobil.
Wir melden uns von irgendwo irgendwann wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann bei uns seid und uns begleitet. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.